Ich müsste doch hier auch mein Inventar öffnen können. Ne, kann ich nicht, okay. Sonst hätte ich jetzt mal geguckt, was das ist. Richtig nice. Ja klar, noch weitermachen. Alles klar, dann machen wir noch weiter. So. Was ist das jetzt hier? Begleiter. Ach so, das ist der Schwindler. Das ist jetzt unser Begleiter. Wir haben jetzt einen Begleiter. Ist das nicht cool? Wir haben jetzt einen Begleiter, der hat ein magisches Schild, Neudrehen und Fernkampfmagier. All mages are my children. This one, however, I would rather disown. So, jetzt können wir Begegnungen. 0 von 5. Fülle dein Deck mit Begegnungskarten. Dies sind die Orte, die du auf deinen Reisen besuchen kannst. Maximale Platinkarten, maximale Schwefelkarten. Marke unbekannt, Marke unbekannt, 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 unbekannt. Gold erhalten, Würfel. Ach, das sind die Dinger, die wir jetzt gerade gefunden haben. Gold erhalten, Nahrung erhalten, Würfel, Diebeshinterhalt. Ich werde langsam müde, bei einer Campaign bin ich aber noch dabei. Das finde ich cool. Ausrüstung. Ach, guck mal, das sind die Sachen hier, dieses, die mit der alten Frau und so. Das haben wir, die haben wir jetzt gerade neu bekommen, diese Begegnung. Und die hier hatten wir schon. Sollen wir einfach die neuen Begegnungen mal nehmen? Ich glaube, wir nehmen jetzt einfach mal die 5 neuen Begegnungen. Einfach, um zu wissen, was das ist. So, hier sind unsere Waffen. Ausrüstung. Ach, guck mal, wir haben sogar eine Zweihandwaffe. Wir haben sogar eine Zweihandwaffe. Dann nehmen wir die einfach mal mit, oder? Ach nee, komm, wir spielen einfach mit Einhand und Schild. Die sind relativ stark. Die haben wir gerade bekommen hier. Kardinalklinge und Bastion der Läuterung ist ein Schild. Und, dann gucken wir einfach mal, was draus wird. So. Oder muss ich alle 5 mitnehmen? Ah, okay, ich muss alle 5 mitnehmen. Okay. Ja, dann machen wir's so. A casual call to heroism. How many adventures start thus? For 100 years I have thought about nothing but the game. I was defeated. It is true. I became complacent long before then. I thought I knew everything about the game, and what it could be. Now you see before you the extent of my research. I have crafted this game anew. Okay. Dein Gespräch mit dem Fellhändler wird unterbrochen, als ein aufgeregter Mel eintrifft. Es wird geflüstert, dass es an den Grenzen des Kaiserreichs Probleme gibt. Die Stadt Westwinden leidet unter der Fäule. Jetzt können wir nach Westwinden direkt gehen oder mehr über Westwinden herausfinden. Okay, mehr über Westwinden herausfinden. Ja, alles klar. Das ist, sieht sehr eindeutig aus. Dann machen wir das so. So, was wollen wir denn wissen? Schutz durch das Kaiserreich fragen. Fragen, was Westwinden so... Ich weiß nicht, ob wir alles durchgehen können. Deswegen mache ich jetzt trotzdem mal ein Voting. Und sollten wir alles durchgehen können, dann spare ich mir einfach die nächsten Votings. Aber es sieht so aus, als wenn wir alles durchgehen können. Okay, dann fangen wir einfach mit der 1 an. Alles klar. Also, nach Schutz durch das Kaiserreich fragen. Eine kleine Garnison ist eigentlich für den Schutz der Stadt zuständig. Leider ist deren Besatzung aber entweder tot, verschwunden oder betrunken. Ich bin weit gereist, um vor der Unterdrückung des Kaiserreichs zu fliehen. Westwinden hat mir meine Freiheit geschenkt und ich habe durchaus vor, mich dafür zu revanchieren. Westwinden befindet sich im Randgebiet des Kaiserreichs. Da der Kaiser sich auf die Hauptstadt mit ihren Adligen und Händlern konzentriert, werden die Städte in den Randgebieten vernachlässigt. Okay.
Du kehrst zum Marktplatz zurück und fragst, ob ein Händler eine Eskorte nach Westwinden benötigt. Du hast drei Optionen. Ein Steinmetz, ein Lebensmittelwaben und ein Waffenschmied. Mit wem wollen wir mit? Im Waffenschmied. Tja. Geht wenigstens die Nahrung nicht aus. Das ist tatsächlich ein gutes Argument. Allerdings kann man bei einem Waffenschmied ausgehen, dass er mitkämpfen kann. Gehen wir mal mit dem Lebensmittelwagen. Du reist mit einem Lebensmittelwagen, der auf dem Weg zu einer Hochzeit in der Gegend ist und dir eine Mitfahrgelegenheit bittet. Du erhältst etwas Nahrung im Austausch dafür geschenkt, dass der Wagen dich nicht den ganzen Weg bis nach Westwinden transportiert. Ja, guck, drei Nahrung haben wir bekommen. Du erreichst die Stadt Westwinden. Um die Stadt verteidigen zu können, musst du so viele Soldaten des Kaiserreichs wie möglich ausfindig machen, bevor die Fäule eintrifft. Commerce thrives in even the most unusual of locations. Okay, wir können Ausrüstung kaufen und Nahrung kaufen. Was denn für Ausrüstung? Das ist sowieso alles irgendwie Käse. Das haben wir ja an. Kardinalklinge haben wir auch. Guck mal, wie gut die Dinger sind. Krass, dass wir die gewonnen haben. Nahrung kaufen. Drei Nahrung für 10. Ich glaube, wir haben eigentlich erstmal genug, oder? Wir verlassen den Laden und gehen weiter. They place themselves in these dire positions and then expect a hero to come rescue them when things become too much. Während einer Patrouille durch das Umland von Westwinden hörst du das Geräusch von Stahl, der auf Stahl prallt, sowie das charakteristische Stöhnen von Verderbten. Du folgst den Geräuschen und erreichst einen Edelmann, der auf dem Dach seiner Sänfte steht. Den Göttern sei Dank, dass ihr hier seid. Wir waren auf dem Weg zu meinem Landsitz, als wir angegriffen wurden. Meine Soldaten haben mich hier zurückgelassen, um sie zu bekämpfen, aber der Kampf hat sie inzwischen in den Wald geführt. Der Adlige schaut mit Furcht im Blick zur Baumgrenze. Wenn ihr hier bleibt und mich beschützt, kann ich euch bezahlen. Jetzt können wir die Söldner suchen gehen oder das Angebot annehmen. Nein, wir haben 6 Nahrung. Da steht eine 6. Wir haben doch 3 bekommen. Dann könnten wir ja nicht nur eine haben. Nee, wir haben 6 Nahrung. Von 7 auf 6 runter. Soldaten suchen gehen. Okay. I am right here and we have things to do. Dann gehen wir die Soldaten mal suchen. Du eilst in den Wald und triffst schon bald auf einen Trupp Soldaten des Kaiserreichs, der gegen Verderbte kämpft. Links sind die 2 Leute Stahl und rechts sind 4 Fäule. Bedeckt deine Cam irgendwas? Gucken. Nee. Da ist nichts. The mage can help you here. Da ist nichts. Bis jetzt zumindest nichts verdeckt. Nicht, dass ich was gesehen hätte. Ist das mein Kollege? Ich glaube, das ist unser... Ach ja, das ist Mel.
Ein Magier, ein Narr, ein Landstreicher. Mel wirkt bei Aktivierung einen schützenden Zauber auf dich, der einen einzelnen Angriff abwehrt. Okay, krass. Begleiterfähigkeit mit LB. Okay. Wieso habe ich denn jetzt die Axt? Wollte ich doch gar nicht. Oh, das ist ein Kollege. Bams! Okay. Erstmal noch rüberschmeißen. Über die Cam. Pst. Oh, wir haben Ausrüstung bekommen. Ach, wieder eine Kardinalklinge. Like a compass, it indicates the truth of all directions. Axt des Dorfbewohners. Ich verstehe nicht, warum wir die jetzt drin haben. Ich muss jetzt mal ganz kurz meine Ausrüstung angucken. Oh, wir haben 3 Nahrung bekommen. Cool. 20 Gold haben wir nicht. Jetzt, wo die Verderben besiegt sind, wenden die Soldaten sich an dich. Ich bin mir sicher, dass wir alleine zurechtgekommen wären, aber dennoch danke für die Hilfe. Wir müssen wohl zurückgehen, um seine Hoheit, Herr Zitterlaub von Mami, zu seinem Palast zu eskortieren. Du erhältst einen Bonuswürfel für jeden geretteten Soldaten. Ihnen Gold anbieten und Westwind... Nee, wir können leider kein Gold anbieten. Ach du Scheiße. Ha! 20! Nice! Es gelingt dir, die restlichen Soldaten mit deiner inspirierenden Rede für dich zu gewinnen. Du erhältst 2 Rekruten. Bams! Jetzt gehen wir mal kurz ins Inventar. Okay. Wieso haben wir da jetzt das Holzschild drin und nicht das andere Schild? Habe ich irgendwas verpasst? Wir hatten doch beide Schilder mitgenommen, oder? Hm. Verstehe ich jetzt nicht. Naja, gut. Always treat those who feed you with respect. Even I stand by this rule and I have respect for few. Törtchenpasteten und exotische Lügen. Per Zufall triffst du auf einen Holzkarren, der schwer mit Birnen, Pasteten und vielen anderen Gegenständen beladen ist. Von dem Karren geht ein wundervoller Geruch aus. Mel schüttelt den Kopf. Armer alter Chester. Deshalb solltet ihr euch niemals von Frauen überlisten lassen. Goldgier. Sie brechen euch nur das Herz und dann verkauft ihr mit fehlendem Geschäftssinn Zitronentörtchen. Der alte Bauer bietet seine Ware vorbeiziehenden Leuten feil. Törtchen, Pasteten und exotische Lügen. Chester stiert zu einem Liebespaar rüber, das Hand in Hand vorbeigeht. Noch einmal so jung und naiv zu sein, hm? Wir können jetzt Törtchen kaufen, Pasteten kaufen, exotische Lügen kaufen oder das Ganze verlassen. Also meine Camp verdeckt was, aber da steht nur bewegen und weiter drauf. Bin wieder da, war lange AFK. Willkommen zurück, Lynxy. Dann macht doch wieder mit. Oh Gott, ihr macht es mir nicht einfach. Ja, Törtchen kaufen oder verlassen? Ach komm, kauf mir Törtchen. Er überreicht dir ein Zitronentörtchen. Anscheinend hat Chesters schlechte Stimmung heute die meiste Kundschaft abgeschreckt. Er sieht sich den hohen Turm an. Törtchen an. Bis er sich endlich für einen Preis entscheidet. Oha. Leute, nicht die 30 Gold. Kann man am Montag wieder Glückszahl? Ja, am Montag geht wieder Glückszahl. Leute, nicht die 30 Gold. Nicht die 30 Gold, sonst haben wir echt ein Problem. Die 1. Oh!
Oh, ach so, okay. Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Ja, komm. 10 Gold für 6 Nahrung sind's, glaube ich, ne? 10 Gold für 6 Nahrung? Wir hatten gerade eben 10 Gold für 3 Nahrung, oder? Ich glaube, das ist ein guter Preis. The Empire reaches too far. The North has gone from a loose collection of tribes to something to truly fear. Ja, jetzt haben wir natürlich die 10 Gold nicht mehr, um die Freiheit zu erkaufen, und deswegen wird jetzt einfach gekämpft. So ist es. Frost. 4-mal Frost. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was Frost ist. Plünderer. Die stammen aus der gefrorenen Dunkelheit im fernen Norden. Nordlinge können Kombinationsangriffe ausführen, nutze einen Gegenschlag mit einer Einhandwaffe, um zusätzlichen Schaden zuzufügen, direkt nachdem du dich verteidigt hast. Mann! So, den haben wir down. Shit, jetzt habe ich gerade Chat gelesen. Ach, das sollte ich mal früher machen. Hast du Dishonored 1 und 2? Death of the... Nein, habe ich nicht, aber wollte ich unbedingt mal spielen, tatsächlich. Oh, das war so schlecht von mir gerade. Aber wir haben Rüstung bekommen. Bastion der Läuterung. In more ways than one. Hä? Wieso hat das Holzschild auf einmal nur noch 4 Verteidigung? Ja, okay, dann klar. Das legen wir direkt an. Ah, 15 Leben bekommen wir wieder. Und 10 Gold. Ha! Sehr gut. Und 2 weitere Rekruten. Here we begin to see one of the small ways I've changed the game. Each challenge differs both in their rules and their objectives. Even those cards which were once the stairs now vary per challenge, as you will see. Der Glockenturm von Westwinden läutet fieberhaft. Der Stadtschreier ruft, es befinden sich Verderbte in der Stadt. Sie haben über die Kanalisation den Lausweg erreicht. Unsere tapferen Soldaten sind dorthin gegangen, um sich um die Lage zu kümmern. Hol's dir, diese Teile sind einfach mega. Schade, dass kein Dritter kommt. Ist schon klar, dass kein Dritter kommt. Ich werde mir die auf jeden Fall dann mal holen und vielleicht auch mit euch zusammen dann hier spielen. Die Ladesequenz mit den Karten ist cool. Ja, die finde ich auch echt geil. Als du ankommst, siehst du, wie die wenigen überlebenden Soldaten in der Nähe des Eingangs zum Lausweg, dem ärmsten Viertel der Stadt, kauern. Wir können nicht zulassen, dass die Verderbnis sich verbreitet. Zum Wohle der Stadt müssen wir jede auch so geringfügig verderbte Person erledigen. Wir können uns jetzt zu den Soldaten gesellen und damit zum nächsten Level gehen, oder wir können die Erkundung fortsetzen. Die spare ich mir, weil die Erkundung können wir nicht mehr fortsetzen. Wir haben ja alles erkundet. Deswegen geht's los. So, da sind die drei Faulen. Oh, was sind das denn für welche? Sind das die, die wir gerade schon hatten? Infiziert. Der erste Kuss der Verderbnis bringt die dunkelsten Elemente ihrer Opfer an die Oberfläche. Betroffene Gegner sind schwach, wodurch sie niedergeschlagen werden, wenn ihre Gesundheit niedrig ist. Nutze einen Todeshieb, bevor sie sich erholen. Ach, krass. Bam, okay, den ersten haben wir schon down. Nice. What? Was war das denn? What the fuck? Was war das denn für ein Angriff gerade? Wie krass war das denn?
Jetzt, wo die Gefahr durch die Verderbten gebannt ist, hast du sichergestellt, dass die Soldaten überleben, um bei der Verteidigung der Stadt zu helfen. Und wir haben wieder 3 Rekruten bekommen. Die Soldaten helfen dir dabei, die Leichen der armen Seelen zu plündern, die der Verderbnis anheimgefallen sind. Du kannst nach jeglicher Begegnung, in der du eine Schmerzkarte Leben erhalten hast, direkt zum Ausgang des Levels gehen. Ach, okay. 10 Gold haben wir auch bekommen. Oh, wie rum gehen wir? Links rum oder rechts oder oben rum? Wie rum wollen wir uns jetzt fortbewegen? Hoch oder rechts? Gute Nacht, Krieger. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ich glaube, wir gehen rechts, oder? Oder hoch? Ich meine, eigentlich gehen wir eine Runde. Das spielt also keine Rolle. Ich gehe mal rechts rum. They got themselves into this mess. I don't see why you should get them out. Du findest ein paar kaiserliche Soldaten, die von Nordlingen gefangen genommen wurden. Jetzt können wir ihre Freiheit erkämpfen, ihre Freiheit erkaufen. Es sind nur 3 Frosties. Ich glaube, da will ich kein Geld für ausgeben. Das erkämpfen wir. Das sieht cool auch aus, wie der die Waffe da nimmt. Entgegen der liturgischen Andeutung folgt dieses Schwert Anweisungen und keinen Zeremonien. Kardinalklinge. Der Kampf war einfach. Einmal getroffen worden, das war unnötig, tatsächlich. So, wir kriegen aber 2 Ausrüstungen. Axt des Kriegers oder Schwert des Soldaten. Die Axt des Kriegers haben wir noch, deswegen, ich weiß es nicht. Spielt eigentlich keine Rolle. Immer das Schwert des Soldaten. Ich habe das Gefühl, dass die Waffen kaputt gehen von Zeit zu Zeit. 10 Leben bekommen wir noch, okay. Und 2 Rekruten, nice. Verletzung Schmerz. Your companion has his own story to tell. We must wonder if this is a tale of a hero or a villain. Ja, ihr habt es im Prinzip in der Hand, wie es mit uns weitergeht. Ihr könnt einmal sagen, dass wir besser dran sind, wir bekommen mehr Lebenspunkte oder mehr Gold oder sowas. Oder ihr könnt natürlich mich auch in die Scheiße reiten und mir halt Kontra geben, aber kommt natürlich dann auf euch drauf an. Ihr erreicht den Standpunkt, wo ihr euch mit Mailclubs Partner treffen wollt. Du findest ihn am Eingang zum Kanal, kannst ihm nicht sagen, ob er ein Goblin, Mensch oder ein lebender Haufen öliger Lumpen ist. Auf dem Boden um ihn herum sind ein paar verwelkte Gänseblümchen und Algen, die mit Bändern verbunden sind. Murk, ruft Mel der Kreatur mit ausgestreckten Armen zu. Ich muss dich um einen Gefallen bitten, mein liebreizender Freund. Der ölige Goblin-Mensch hebt eine Hand, um die Schmeicheleien des Baden zu unterbinden. 10 Gold zuerst, das weißt du. Jetzt können wir entweder 10 Gold geben oder wir können es verweigern. Verweigern. Wer ist eigentlich noch alles da? Ich sehe auf jeden Fall Yaugi und dich. Krieger ist gegangen. Zocker ist, glaube ich, auch gegangen. Die Fighter könnte noch da sein oder schon pennen. Weiß ich nicht. Der Goblin-Mensch blickt gekränkt drein. Mel legt ihm tröstend die Hand auf die Schulter. Nicht sauer werden. Er versteht nicht, wie Leute wie wir arbeiten. Murk verschränkt die Arme und kehrt dir den Rücken zu. Mel gibt tröstende Laute von sich. Schaut mal, Murk. Wir werden mit dem Gold zurückkehren, so schnell wir können. In Ordnung? Also wir müssen ihm die 10 Gold geben. Da kommen wir nicht dran vorbei.
Age turns us all. She has done rather better than I in the time that has passed. Auf deinem Weg durch einen schattigen Wald begegnest du einer alten Frau. Sie hält an, um dich zu grüßen. Jahrhundertelang habe ich den Sterblichen geholfen, die sich in meinen Wald verirrten. Kann ich eure Reise durch irgendwas erleichtern? Wir können sie um Vorräte bitten, um längeres Leben oder nach Gold fragen. Ja, ich ziehe die Kampagne jetzt noch durch und dann mache ich auch für heute Schluss. Genau, manche schauen natürlich auch einfach nur zu, ohne zu schreiben. Um ein längeres Leben bitten. Okay. Möge ihr ein langes Leben führen. Sie winkt mit ihrer alten, zitternden Hand und ein warmes Gefühl breitet sich in deinem ganzen Körper aus. Ach was. Das hat die wirklich gemacht, ey. 10 Maximalleben. Now your chance presents itself. At last stand in the defense of the peasantry. What noble traits you display already. Hoch oben im Glockenturm des Gemeindehauses von Westwinden befindet sich eine große Glocke. Früher diente sie dazu, den Arbeitern in den Minen und den umgebenden Feldern das Ende des Arbeitstages zu verkünden. Jetzt wird sie allerdings die Verteidiger von Westwinden rufen. Möchtest du die Soldaten rufen, die du rekrutiert hast? Wir können auch noch nach weiteren rufen, dann kommen wir hier wahrscheinlich wieder zurück. Okay, das wollt ihr auch. Du verlässt den Glockenturm Westwinden, um nach mehr Rekruten zu suchen. Alles klar. In my day, thieves kept their distance. None would pickpocket a mage for fear of failure, or worse, success. Im Marktbazar herrscht geschäftiges Treiben. Händler aus dem ganzen Land rufen den Passanten zu, um ihre Waren anzupreisen. Während die Sonne auf die überfüllte Straße brennt, hältst du kurz an, um Wasser aus einem Brunnen zu holen. Du spürst ein Ziehen im Inneren deiner Tunika, schnell drehst du dich um und entdeckst ein Taschendieb, der sich mit einigen deiner Habseligkeiten verdrücken will. Boah, wie assi. Du springst auf die Beine und erhaschst einen Blick auf den Dieb, als er sich durch die Menschenmenge schlängelt. Okay. Ist die dritte, oder? Die zweite? Die zweite? Zweite oder dritte? Oder? Kennst du den YouTube-Namen? Ja, den kenne ich. Zweite, dritte? Ah! Ja! Rate mal, wer das ist. Ich denke mal du. Der Dieb ist flink, aber du schaffst es, ihn einzuholen, als er sich seinen Weg durch die Menschenmengen bahnt. Du kannst den Dieb fast schon greifen, doch dann stößt er ein Fass voller Äpfel um dich aufzuhalten. What? Wo war das jetzt ein großer Erfolg? 10. 14. Die 4 ist eigentlich fast schon zu wenig, oder? Ich bräuchte im Prinzip, obwohl eine 4 ist eigentlich gar nicht so verkehrt, dann bräuchte ich 2 Fünfen oder eine 6 und eine 4, ne? Das sind, glaube ich, mehr Outs, als wenn ich alle 3 nochmal würfel. Verdammt, 14 war auch echt schwierig. Are fair, and thus you have lost this round. Boah, das ist gemein. Der Dieb entkommt. Du klopfst dir den Staub von deinem Gewand und setzt deine Reise fort. Oh, wie gemein. In your life you will have wandered endless intersections, yet this one sticks with you. Why? What is it in your memory that catches here? Du erreichst einen Wegweiser, der die möglichen Wege gen Norden und Süden zeigt. Mel schnuppert in der Luft. Mein Gespür für Magie lockt mich in den Norden. Es riecht so, als würde jemand auf der Straße vor uns Zimtpastete backen.
Okay, das war jetzt irgendwie nix, oder was? Jetzt müssen wir langsam mal aufpassen. Also wir haben noch 6 Nahrung. Wenn ich jetzt runtergehe, haben wir noch 5. Dann hätten wir 4, 3, 2, 1. Dann kommen wir nicht mehr zurück. Das heißt, wir müssen jetzt zurückgehen. Wir müssen zurückgehen. Ach, dafür, das kostet keine Nahrung? Oh! Stimmt, oben die Züge kostet das. Oh, okay. Da habe ich gerade nicht drüber nachgedacht. Ach so, es ist nur ein Laden. Gesundheit kaufen, Ausrüstung kaufen. Ausrüstung verkaufen. Was kann ich kaufen? Heilende Geister. Steppaktivierung 10 Leben wieder her, okay. Ring des Händlers. Aufdecken von Ladenbegegnungen zu Beginn jeder neuen Karte. Normales Schild und die Axt des Kriegers. Hm. Nahrung kaufen. Hm. Nee, ich kaufe mal keine Nahrung. Wir kommen, glaube ich, hin. Nö, wir verlassen einfach den Laden. Another chance to redeem yourself. Let's see how you handle it this time. Du hast noch keinen Ring? Ja, ich weiß, aber ich glaube, ich warte erstmal noch damit. Hoch oben im Glockenturm. So, wir läuten jetzt die Glocke. Die Nacht fällt wie ein dunkler Schleier über Westwinden und du kannst die Verderbnis spüren, die in den Schatten um dich herum aufsteigt. Du begutachtest alle Soldaten, die du rekrutieren konntest. So, da sind links unsere 9 Soldaten. Du hast das Land durchstreift und jeden verfügbaren Soldaten des Kaiserreichs für die Verteidigung von Westwinden verpflichtet. Ach du Scheiße. Du musst bis zum Eintreffen der Verstärkung des Kaiserreichs am Morgen überlegen. So, jetzt können wir eine mitreißende Rede halten oder einfach unsere Fresse halten. Still sein. Okay. Jauri, ich glaube, du bist mal einen Ticken zu früh. Wir halten mal unsere Klappe. Du musst warten, bis dir bis im Chat das dann aufploppt. Dann kannst du mitwoben. Ha, Terror von Westwinden. Wenn die letzten Spuren der Menschlichkeit ausgelöscht sind, erwacht der Terror. Nutze den Stoß, um die verderbte Rüstung des Terrors zu zerstören und besiege ihn mit einem Todeshieb, bevor sie wiederhergestellt ist. Oh fuck. Okay, wir haben den ersten down. Nein! Falsche Taste gedrückt. Ich drück gerade immer den falschen Knopf. Wir machen erstmal die ganzen kleinen Mistviecher down. Nein!
Oh nein, das hat gar nichts gebracht. Achso, die Eins war noch bei der Frage davor. Ja, da gab es kein Voting. Wie gesagt, du musst immer warten, bis das Voting gestartet wird, dann kannst du betrogen. Ansonsten geht das leider nicht. A mighty creature of chaos felled by your power. Does it satisfy you, this bloodshed? Knowing those you destroy were once simple peasants going about their day. Ja, so ist es. Nach dem Tod des verderbten Kolosses ist der Wille der verbleibenden Schergen gebrochen und sie fliehen. Die Soldaten jubeln und loben deinen Mut. Du kannst dich bis zum Morgen ausruhen, um die Verstärkung mit einer bereits geretteten Stadt willkommen zu heißen. Ja, krass, ey. The magician returns to the deck, but now we only begin our stories of fate, folly and magic. Do not think I'm satisfied with this, but at least we have a place to begin. Oh, ich glaube, jetzt konnten wir das andere nicht mehr machen, weil das andere war nicht die Hauptquest, sondern ein Bonus. Now you have learned the simplest of ways to build your deck. Each challenge will provide its own unique trials. Here are some more tools to keep you in good stead. Rubinring, tapfere Aegis und Unheil des Winters. Die Musik ist geil. Menschenfressender Baum, Tauschhandel mit Gnomen, verlaufener Junge, Armenplage, Westwinds Taverne. Okay. Und den zweiten haben wir geschafft. As you play, you will find more options open to you. Should you find yourself blocked or overly challenged, take the time to explore the board. Unlocking cards will give you options you have not yet considered. Ach, okay, krass. Wir können jetzt uns mehreren Herausforderungen stellen, aber es kann sein, dass wir da eine Herausforderung nicht sofort schaffen und wir deswegen unser Deck mit den Karten anpassen müssen. Und halt irgendwelche anderen Missionen erstmal machen müssen, damit wir unser Deck halt verbessern können. Das finde ich geil. Das macht Spaß. Also das Spiel ist cool. Wie viel kostet das Spiel? Knapp 30 Euro. Keine 30 Euro. Als Vollpreis. Keine 30 Euro. Ist im Moment für 10% im Steam Sale. Also ich finde das Spiel geil und es macht mir mega Spaß, es mit euch zusammen zu spielen. Und ich hoffe, dass ihr am Montag da seid und hier mit mir weitermachen wollt. Wenn ihr Bock habt, können wir gerne eine Uhrzeit ausmachen. Ich sage einfach mal Montagnachmittag 16 Uhr. Montagnachmittag 16 Uhr. Wenn ihr Lust habt, können wir das gerne weiterspielen. Ich werde hier auf Twitch auch eintragen, dass ihr eine Benachrichtigung bekommt. Und dann gucke ich einfach, wie viele Leute da sind. Und wenn es Leute gibt, die Lust haben, dann machen wir hier Montag einfach weiter. Okay? Dann wünsche ich euch an dieser Stelle einen schönen Heiligabend. Ich bedanke mich vielmals für diesen gigantisch geilen Stream, dass ihr so lange hier mit dabei gewesen seid und mit mir das gemacht habt. Und auch an YouTube sage ich jetzt danke, dass ihr hier bei Hand of Fate 2 mit zugeschaut habt. Vielleicht sieht man sich ja auch mal im nächsten Stream. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, verabschiede mich auf YouTube und ja, wir machen es dann bald weiter. Tschüss!